Ja, hallo Freunde, es ist wieder Donnerstag, Kassel Trader Zeit. Heute geht es mal um das Thema Crash. Was mache ich im Crash? Was mache ich vorher? Was mache ich nachher? Ja, ich gehe da mal auf eure Zuschauerwünsche quasi ein, dass wir dieses Thema heute mal durchnehmen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zum Disclaimer. Es wird nämlich schon wieder eine satte halbe Stunde, aber so Themen gehen einfach nicht schneller. Das können wir vergessen in 10 Minuten. Und ich sag mal, viel Spaß und bis gleich. So, auf geht's. Also, heute Zuschauerwunschthema. Was tue ich in meinem Handel gegen meinen Crash? Gegen einen Crash, nicht gegen meinen. Ja, was tue ich vorher? Was tue ich währenddessen? Sprechen wir heute mal ein bisschen drüber. Wir fangen auch gleich an. Nicht, dass es wieder so lange dauert. Also, Hauptfrage: Ab wann haben wir denn überhaupt einen Crash? Also, für mich persönlich liegt ein Crash vor, wenn wir mehr oder wenigstens 20% am Markt einbrechen. Also auf dem Gesamtmarkt natürlich. Ja, oder es passiert sowas wie 1987, der Schwarze Montag. Da ist der Dow Jones an einem Tag um 22,6% weggeflogen. Ja, und alles andere sind eigentlich ja nur normale Korrekturen. Das, was wir jetzt hier aktuell sehen, das ist ja auch alles, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, kein Crash, keine Ahnung was. Ja, also es muss schon richtig knallen, damit wir einen Crash haben, und also so 20% ist schon so die Richtung, wo ich sagen würde, das passt als Crash. So, jetzt habe ich meinen Stift endlich mal wieder. Ja, rein statistisch haben wir ansonsten, das habe ich mal nachgeguckt, jetzt habe ich die Quelle leider nicht dazu geschrieben, aber ja, ist eine vertrauenswürdige Quelle, das weiß ich noch. Also dreimal im Jahr haben wir eine Korrektur von 5%. Einmal im Jahr haben wir eine Korrektur von 10% und nur alle 3,5 Jahre haben wir einen Crash von rund 20%. Ist ja mal ganz nett, sowas zu wissen, ne? Das heißt, wenn wir jetzt mal 10% fallen dieses Jahr oder vielleicht jetzt, haben wir noch lange keinen Crash, dann ist es halt eine gesunde Korrektur, die eigentlich ja über nötig wäre, wenn ich mir so die Bewertung angucke. Auch wenn es mein Optionsdepot natürlich nicht freuen wird und euch auch nicht. Aber ja, Crash hatten wir ja eigentlich erst, ne? Und eigentlich haben wir noch ein bisschen Zeit, bevor wir mal wieder 20% wegfliegen. Oder wir sind zu weit gestiegen, dann könnte es kommen. Aber rein statistisch, ja, könnt ihr ja hier sehen, ne? So, Feuer frei, weiter geht's. Was tue ich zuerst elementar vor einem Crash grundlegend in meinem Depot oder ja, in meinem Trading-Depot? Allgemeine Asset-Klassen lassen wir jetzt mal außen vor. Also, wir bleiben jetzt hier momentan mal bei Aktien. Also in erster Linie diversifizieren. Ja, das hatte ich schon mal in irgendeinem Video, ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall mal Sektoren mischen. Also zyklisch, antizyklisch. Als Beispiel habe ich mal Auto und Lebensmittel. Das eine ist halt zyklisch, das andere ist halt nicht zyklisch. Oder man hat mal Gold mit drin, hatte ich auch immer mal gesagt. Also mein Beispiel war das dann immer hier der XLE-ETF oder. Ja, wie heißt denn, Newmont Corporation oder Barrick Gold und alles sowas, ne? Oder man nimmt mal Energie rein, XLE-ETF, hier der Sektoren-ETF oder von mir aus ja, irgendeine Ölaktie oder keine Ahnung. Oder Infrastruktur kann man auch mal nehmen. Ja, so Spark Infrastructure, so in die Richtung. Gibt ja viele, viele Sachen, also nicht halt alles auf Tag oder ja, ihr wisst schon, mischen, diversifizieren halt. Ja, dann die Depot-Assets an sich nochmal mischen. Also als Asset jetzt mal die Aktie hier im Beispiel in dem Satz genommen. Statt normale Aktien halt auch mal einen defensiven oder einen sehr defensiven Anteil Preferred Shares. Das sind jetzt keine Vorzugsaktien, wie man sie in Deutschland jetzt kennen. Sondern so Zwitterwesen aus Anleihen und Aktien, die fallen halt nicht wirklich viel im Crash. Natürlich fallen die auch mit, aber sagen wir vielleicht mal, die sind bei Corona, weiß ich gar nicht genau, so um die 10%, vielleicht auch mal ein um 15, manche sind nur um 5% oder fast so gut wie gar nicht gefallen. Das Thema hat man ja auch schon mal, da kennst du ja Louis Patzos am besten mit aus, die kann man natürlich auch super einsetzen, um nicht zu viel Cash
im Depot zu haben, jetzt speziell Interactive Brokers, wo wir ja nur mit 20.000 Dollar abgesichert sind. Das ist dann halt auch, wie nennt sich es, Sondereigentum, Sondervermögen, Sondereigentum. Ach, ich weiß es gar nicht genau, wie das Wort jetzt heißt. Also auf jeden Fall, wenn der Broker pleite geht, habt ihr eure Aktien halt trotzdem. Ne? Dann werden sie halt umgeswitcht woanders hin zu einem anderen Broker. Was ja wahrscheinlich passieren wird bei IB, aber viele Leute haben ja Angst wegen den 20.000 und ja. Also sowas kann man dann halt auch mal machen. Ne? Ja, die im Crash weniger fallen und attraktive Dividenden bringen. Kommen wir auch noch dazu. Wenn ihr mal 100.000 da rumliegen habt, dann kann ich auch 5% durchschnittliche Dividende auf dem Preferred Share mitnehmen. Bringt mir nochmal 5 Scheine im Jahr. 5.000. So, jetzt klingelt es. Ich mache aber nicht auf. Ja, und das nächste, auch vielleicht mal drüber nachdenken, nicht alles nur bei einem Broker liegen zu haben. Ne? Wenn, ja, wenn einer mal kaputt gehen würde, dann hättet ihr vielleicht noch einen anderen. Also in meinem Fall wäre das jetzt CapTrader IB, da habe ich natürlich den Hauptteil liegen, logischerweise. So, jetzt kommt auch noch mein Hund ins Bild. Den habt ihr ja hier alle kennengelernt heute. Nero Platz. So, ING DiBa habe ich zum Beispiel mit drin. Hier Deutsche Kreditbank. Ja, dann haben wir auch natürlich ein bisschen Tagesgeld. Also das muss ja nicht alles, ne, so. Zählt halt auch dazu. Nicht nur Crash, ja, meine Aktien fallen, aber die Aktien kann man auch noch mal ein bisschen absichern. Und vor allen Dingen, das ist ja alles Thema Risikomanagement. Ja, also ich finde das jetzt nicht gerade unwichtig. Also ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, ne? Und ganz wichtig, Gedanken über die Aufteilung bzw. Positionsgröße deines Depots machen. Nicht da rumballern wie ein Wahnsinniger, weil es halt jetzt super Prämien wieder gibt. Ich meine, klar, die Vola steigt im Crash, ne? Und dann denkst du, oh, statt jetzt der und der und der Aktie, die gibt gerade ganz viel Prämie her, mach ich mal nur die eine Aktie und baller da auf Teufel komm raus los. Das müsst ihr euch kalkulieren vorher. Ne? Also auch im Depot Minimum 10 Positionen. Darunter würde ich überhaupt kein Depot aufbauen. Da gibt es vielleicht auch Leute, die haben auf einmal nur Tesla drin, Amazon, dann drei Aktien Coca-Cola und denken, sie werden diversifiziert und wundern sich natürlich dann, wenn es dann knallt. Also mal überspitzt gesagt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also Positionsgrößen und Aufteilung und auch mal die maximale Positionsgröße von einer Aktie im Depot mal berechnen. Bei mir sind es 3 bis 5% vom Gesamtdepot. Also ich weiß genau, wenn ich morgen einen Put schreibe oder vielmehr oder meinetwegen heute und ich habe jetzt Betrag X auf dem Konto, dann gehe ich mit meinen Rolltechniken, wenn ich sage, ja, ich rolle auf 2 oder vielleicht sogar auf 3 oder 4 Kontrakte, wenn der Markt runtergeht, weil ich meinen Einstandskurs halt viel tiefer haben will, weil da vielleicht mein fairer Wert oder ansatzweise fairer Wert oder ein starker Support liegt, dann darf die Gesamtandienung am Ende nicht mehr als 3 bis 5% meines Gesamtdepots ausmachen. Und das Gesamtdepot ist jetzt nicht, was ich bei IB liegen habe, sondern was ich vielleicht hier bei der ING DiBa, bei CapTrader und IB, was ich vielleicht auf der DKB habe. Ja, Tagesgeld lassen wir jetzt mal raus. Das zählt da jetzt natürlich nicht rein, aber was ich auf allen Depots zusammen habe, davon 3 bis 5%. Und ob die 3 bis 5% jetzt bei CapTrader gemacht werden oder bei der ING, wobei da kann ich natürlich keine Optionen handeln. Ja, also ne, wichtige Sache, würde ich mal zumindest für mich behaupten. So, Folie 4. Optionen handeln mit dem Crash im Hinterkopf. Ja, ich trade also immer so, dass jederzeit der Crash kommen könnte. Natürlich sitze ich nicht da, oh, ich mache jetzt hier einen Trade, hoffentlich kommt der Crash nicht, aber so ein bisschen im Hinterkopf mal behalten, nicht überhebeln, nicht zu viel machen, also schon mit Sinn und Verstand handeln, weil es könnte halt jederzeit losgehen. Natürlich hoffe ich es auch nicht unbedingt, wobei, wenn ich mal billig in meine Aktien kommen will, meine Dividendenwerte, dann hätte ich natürlich schon mal ganz gerne wieder so einen kleinen Crash. Aber jetzt nichts Wildes, wo es mir alles um die Ohren haut. Ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also ein bisschen Kopf einschalten und dann läuft das schon. Ja, und bei mir bedeutet das speziell, ich hebel im Hauptdepot niemals, 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 niemals über 25%. Das ist eine eiserne Regel von mir. Die halte ich bis jetzt auch Gott sei Dank immer ein. Und maximale Deadline habe ich mit 30% gesagt, wenn jetzt ein Crash kommen würde. Klar, wenn dann der Markt
fällt noch, der Wix, der steigt schon wieder, andersrum, der Markt steigt schon wieder und der Wix fällt, dann sind wir vielleicht irgendwo in der Nähe von dem Boden, dann klar, dann dafür habe ich ja auch ein Margin-Konto, aber dann ist hier echt Deadline bei mir. Also nur damit ich jetzt 10.000 Euro im Monat am besten verdiene, baller ich jetzt hier keine, irgendwie, keine Ahnung, 900.000 raus oder so, nur weil jetzt vielleicht bei der Buying Power irgend so eine Zahl da steht. Also ganz wichtig, das ist bei mir. Ich muss ja davon auch leben, spätestens wenn ich wirklich dann mal in Zypern sitze, dann muss ich davon leben. Da kann ich nicht irgendwie rumballern wie in einem 10.000er-Konto, wo ich sage, ach, shit, egal, da gehen wir mal auf 58% Margin heute. Wenn es morgen knallt, gehe ich auf 80% hoch. Ja, dann bupp, Margin Call. Und dann ist Schicht im Schacht. Ne? Ja, ich rolle je nach Aktientyp nach relativ festen eigenen, für mich funktionierenden Regeln. Also nicht einfach blind einbuchen lassen, ah, wird schon passen, Call drauf. Nee, also ich berechne mir das vorher. Haben wir ja in den diversen Videos schon alles gemacht. Sondern ich achte bei Andienung auch immer auf den rechnerischen fairen Wert der Unternehmen. Brauche ich jetzt nichts mehr zu erzählen zu, glaube ich. Haben wir jetzt oft genug in den Videos behandelt. Bei ETF natürlich eher auf stabile Preisniveaus, also in Klammern Supports. Ne, wo ist hier, wo kann ich meine Linie legen im Wochenchart oder im Tageschart? Und dann habe ich da ein bisschen Sicherheit. Ja, aber am allerwichtigsten. Nach den ganzen Jahren, also ich mache es ja nur auch schon ein paar Tage insgesamt, so zig Jahre mit Daytrading, mit Markttechnik, allem Kram verbracht, Demut vor dem Markt. Also ihr seid niemals schlauer als der Markt, ne? Der steht immer über euch. Da ein bisschen halt immer sagen, wie beim Motorrad mit 180 PS, da drehst du auch nicht einfach am Hahn und machst vorne, geht ans Rad hoch und auf Wiedersehen. Also ein bisschen Respekt halt einfach haben. Ne? Ja, solltest du auch lernen. Bla bla bla, hier steht ja alles. Ja, also ich hole mir, habe ich natürlich auch gemacht, den Fehler oft genug. Auch beim Scalpen früher mit dem Nasdaq. Ach, noch ein Kontrakt verbilligen. Was wir hier zwar machen beim Optionshandel, aber ist bei direktionalen Trades eine ganz blöde Idee. Das geht zehnmal gut und bei dem einmal, wo es schlecht geht oder daneben geht, ist das Konto weg oder platt. Also keine verlorenen Trades mit. Bei schlechten Underlyings, das ist ja hier das Hauptding, mit noch aggressiveren Trades, also hole ich mir dann halt nicht zurück. Ich sage jetzt hier, wenn ich eine Virgin Galactic mir angucke, die habe ich letztes Jahr so um, weiß ich nicht, 23, 25, 27 Dollar immer getradet. Wenn die jetzt runterkommt auf 15, dann würde ich dann nicht auf 2, 4, 8 Kontrakte gehen. So ein, wie heißt denn das System? Martingale-Prinzip. Also immer verdoppeln, wird schon zurückkommen. Das Ding steht, glaube ich, bei 10 Dollar momentan oder 11 oder wo er jetzt ist, der Kurs. Also bei so Underlyings würde ich das niemals machen. Ja, hier so Hype-Aktien, Meme-Stocks. Ne? Also dann echt mal Minus realisieren. Komm, shit, egal. Ist halt so Pech gehabt. Ne? Der nächste Trade kommt bestimmt und der beste Trade, der kommt auch immer wieder. Und der schlechteste halt auch, wenn man nicht aufpasst. So, jetzt geht's los. Welche Strategien wende ich nun im Optionshandel an? Ja, 20.000er Verlustbegrenzung in Deutschland. Ach, hier ist mein wertes Bild im Weg. Natürlich immer beachten. So, mein Nummer 1 Trade ist gegen Black Swans. Das heißt zu Deutsch, wenn es schnell runtergeht, also à la Corona oder Finanzkrise 2008 oder sowas. Wenn es richtig runterrappelt und die Vola, die schießt gen Himmel, ist für mich eindeutig ein Put-Ratio Backspread das allerbeste und auch schönste irgendwie. Und auch ja, günstigste. Also beim Put-Ratio oder überhaupt beim Ratio Backspread, da kaufst du mehr im Put, also bei einem Put-Ratio Backspread, da kaufst du mehr Kontrakte, als du verkaufst. Dann gibt es noch einen Front-Ratio-Spread, da ist es natürlich genau andersrum. Aber wir wollen hier den Backspread nehmen. Also ich nehme den. Allseits ist er natürlich in der Szene als Airbag bekannt. Es gibt auch andere schöne Namen. Ich glaube, wenn ich den mal als Coach verkaufen würde, ich würde den vielleicht Schleudersitz nennen, so à la Top Gun oder sowas. Also da gibt es noch andere. Ja, einfach mal bei den Coaches gucken, wenn da sowas steht, wo man aus der Luft irgendwie abgefangen wird, dann ist es meistens am Ende. Ein Put-Ratio-Backspread.
im bestimmten Verhältnis, also wie gesagt, bei Optionsuniversum als Airbag bekannt. Das Ganze wird auf Indizes, in dem Falle auf ein SPX, auf ein SPX angewendet. Wenn ihr jetzt irgendwie so eher im Russell unterwegs seid mit eurem Depot, könnt ihr natürlich auch ein RUT nehmen. Muss dann aber ein bisschen umgerechnet werden. Da gibt es noch so eine Beta-Kennzahl, wie man solche Aktien dann umrechnen kann, dass das hinterher alles so ein bisschen passt. Ja, Hinweis, den Airbag kannst du unter anderem bei Optionsuniversum als Webinar buchen. Ich glaube 480 Euro oder weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mir den ja auch mal gekauft. Buchen und erlernen. Ja, aus Fairness und Respekt werde ich jetzt hier keinen Setup aufschreiben. Ich könnte euch das jetzt hier runterschreiben, werde ich aber nicht tun. Also so fair sollte man natürlich in der Szene ja auch sein. Ja, bei knackigen Marktkorrekturen, sage ich mal 5 bis 10%, verkaufe ich auch mal Calls auf den VXX. Den hatten wir ja auch schon mal. Hat man den? Den hat doch, da hatte ich ja auch ein Video zu gemacht, ne? VIX und VXX. Klar, wenn der hochballert, dann kann man da auch schöne Hedges. Ein richtiger Hedge ist eigentlich immer, wenn ich einen Long Put irgendwo habe. Den habe ich natürlich hier oben im Ratio Backspread auch wieder. Nichtsdestotrotz ist natürlich so ein VXX ETN-Call eine super Sache. Der VXX, der kann auch angedient werden. Wie wir alle wissen, der ist ja langfristig, fällt der ja. Also sind wir natürlich mit dem Short Call besser dran als mit dem Short Put in ruhigen Zeiten, weil der fällt ja immer. Das heißt, also Short Put vergessen wir ganz schnell auf dem VXX. Also wenn dann immer VXX Call. Ja, und wenn es das Kontomanagement hergibt oder erlaubt, kann man hier mit mehreren Tranchen, ich habe jetzt mal zwei, drei Stück, Short Calls auf den VXX verkaufen und vom langfristigen Abwärtstrend, was ich eben sagte, profitieren. Idealerweise verkauft man die Short Calls nicht, ganz wichtig, nicht direkt in den steigenden VXX hinein, sondern wenn dieser beginnt zu fallen. Das heißt, wenn wir so ein bisschen, na, Return to the Mean Effekt können wir jetzt nicht sagen, also VXX steigt, das heißt ja, wir haben ja irgendwie mächtig Bums in der Hütte, wollte ich jetzt schon sagen. Das heißt, es knallt nach unten der VXX und nicht nur der VXX, natürlich auch der VIX. Der VXX steigt. Ja, jetzt bist du hier oben, denkst natürlich, boah, jetzt haue ich hier oben drüber einen Short Call. Ja, und dann, was passiert da meistens? Dann kommt noch eine Rutsche und er steigt noch weiter. Also warte, bis er oben ist oder deiner Meinung nach oben und er dreht, er fängt schon an zu drehen. Klar, jetzt hast du vielleicht die Kurve oben. Also, wie heißt denn das oben? Den Peak nicht erwischt, aber wenn er dann fällt, dann kann man sich ein bisschen sicherer sein, dass sie vielleicht eine Marktberuhigung jetzt einsetzt. Dann verkaufst du da einen Call. Steigt es dann doch wieder ein bisschen, kannst du noch einen Call und noch einen Call. Muss man sich aber auch mit befassen. Das ist jetzt nicht so, ne? Ich kann ja jetzt hier keine 100 Setups hier und 3 Stunden machen. Aber damit halt mal befassen. Short Calls auf VXX in Tranchen. Also, ich würde es in Tranchen machen. Ja, falls der nochmal steigt, kann man mit weiteren Tranchen seinen Einstandskurs erhöhen. Da Call. Also ne, normalerweise kennen wir immer nur Einstandskurs vor Billigen. Hier erhöhen wir den. Merke, der VXX macht locker auch mal 20 bis 30% Anstieg in kurzer Zeit. Also nicht zu früh einsteigen. Ja, das könnt ihr euch auch nochmal auf die Backe schreiben hier. Einfach mal in TradingView mal mit einem Messwerkzeug. Da gibt es ja so ein Messwerkzeug, da zeigt euch genau an, wie viel Prozent der gestiegen ist und dann mal bap, 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 die ganzen Dinger mal durchmessen. Also sowas mache ich halt immer, weil sonst weiß ich ja eigentlich überhaupt nicht, was ich da so, ne, mit was ich da eigentlich arbeite. Ich muss ja schon wissen, in wie vielen Tagen macht er so und so viel und dann weiß ich ja ungefähr, wenn er jetzt, keine Ahnung, XY% gestiegen ist, dass ich da halt auch mal reingehen kann. Ja, befasse dich unbedingt zuvor mit diesem Instrument. Ach, da haben wir wieder einen Schreibfehler. Bei leichteren Marktkorrekturen oder allgemeiner Unruhe, das hatte ich auch schon bei Instagram, verkaufe ich auch mal Short Puts auf den VIX Index, um ein wenig Stillhalterprämie einzunehmen. Also das fällt auch noch nicht, also auch nicht in diese 20.000er Olaf Scholz Regel rein. Ach, hierzu habe ich auch ein Mini-Hedge gemacht am 18.11. Da kam das Video raus. Momentan gucke ich auch schon wieder so ein bisschen, ob ich was mache. 17er Short Put auf dem VIX. 30 Tage, der bringt dasselbe wie der länger laufende, der da hinterher kommt. Ich weiß gar nicht, welcher Kontrakt das jetzt ist. Mal schauen.
Weil jetzt geht es ja nur runter. Vielleicht nehme ich beim Runtergehen mal, statt andauernd im Minus meine Putz zu rollen, da halt ein bisschen Stillhalterprämie mit auf dem Wix. Wollen wir mal gucken, naja, was hier so passiert. Montag ist auch Feiertag, glaube ich, in den USA. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Mal schauen, ob wir heute zumachen. Ja, auch nett. Der Kauf von weit aus dem Geld liegenden Calls auf Wohler-Produkte für kleines Geld und für Notfälle. Wie unter 1. Also kannst du auch einfach mal ein paar billige VIX oder VXX Calls kaufen, ganz weit weg. Das ist so ein bisschen der Effekt wie beim Ratio Backspread. Das zündet dann auch nur, wenn es richtig rappelt am Markt. Aber die kosten dann halt auch nicht viel. Ja, oder du gehst einfach mal Long Put, beispielsweise 14 bis 21 DTE und at the money im SPY, wenn eine Börsenampel rot anzeigt. Was heißt eine Börsenampel? Vielleicht deine Börsenampel. Also wir sagen mal, wir hätten jetzt den O4W Best Indikator und der springt jetzt auf ein Sell-Signal oder auf ein Short-Open-Signal um im SPY oder SPX, ja egal, also auf ein S&P 500. Ja, dann sagst du, okay, wenn das Ding ein Short-Signal generiert, dann kaufe ich jetzt halt mal einen Long-Put. Auf ein SPY oder na, SPX kostet natürlich dann ein paar Euro. Also besser gesagt, das Zehnfache. Da musst du dann halt gucken, wie groß dein Depot ist. Wenn es 1,5 Millionen ist, wirst du nicht mit einem SPY weit kommen dann. Ne? Ja, noch 5% Korrektur sind das im SPY ungefähr 2,8.000. 2,8K, also 2.800 Dollar, die du dann machen würdest, wenn der 5% runterrutscht. Das muss natürlich auf dein Depot oder auf die Hedge-Wirkung halt quasi berechnen, was dabei rauskommen soll, wie groß ist mein Depot, und dann kann ich ja ablesen, quasi mit dem Taschenrechner in 10 Sekunden berechnen, ja, wie viel brauche ich? 2, 3 etwa Money Puts oder, ne? Und ja, der kostet dann so, was hat denn das letzte Mal gekostet, wo ich gucke, das sind mal so 500, 600 Dollar, die sind dann halt mal weg, ne? Aber so ist es, wenn es dann runter geht, dann jo, dann machst du, wie gesagt, machst halt ein paar Euro, ne? Oder du buchst dir den Airbag, da musst du aber mächtig auf die 20.000 aufpassen hier. Du buchst du das Airbag-Seminar und dann kannst du den quasi auch, ja, anfangs ist es ein bisschen nicht ganz so einfach, aber wenn man dann die ersten Airbags oder einen Teil vom Airbag laufen hat, dann wird der nach hinten ja kostenlos. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Er kostet dich einfach nichts mehr, den am Leben zu erhalten. Wie gesagt, geht eigentlich nur mit einer GmbH wirklich. In Zypern geht es auch gut. Oder in diversen anderen Ländern. Ja, Leute, das war mal so das, was ich euch hierzu sagen wollte. Was man da so handeln kann oder was ich da auch so immer im Auge habe. Und natürlich auch handle. Den Airbag muss ich erstmal neu aufsetzen. Ich habe natürlich auch nur 20.000. Ich wohne ja noch in Deutschland. Muss man ein bisschen aufpassen. Momentan steht der VIX bei genau 20,00. Ja, ist natürlich alles relativ teuer. So, jetzt haben wir die letzte Seite. 22 Minuten. Ja, die Quintessenz. Punkt 1. Die Hedge-Strategie kommt eigentlich immer erst am Ende. Am Anfang kommt nämlich die Aufteilung des Depots. So ein bisschen Safe-Haven-Charakter. Habe ich irgendwo neulich gelesen, fand ich total witzig, das Wort. Ja, also du kannst schon ein bisschen dir ein bisschen sicherer sein und ein bisschen besser schlafen, wenn dein Depot halt einfach auch gescheit aufgeteilt ist. Von den Aktien an sich her, nach Zykliker, Nicht-Zykliker, nach Tech-Werten, nach ja, Value-Aktien. Ne? Momentan ist jetzt halt, meine Value-Aktien passiert überhaupt nichts, sie steigen eher teilweise. Ein bisschen ist es gefallen im Depot. Aber nicht wirklich viel. Und der Nasdaq hat, glaube ich, 10% schon mittlerweile verloren oder irgendwas in dem Dreh. Ja, werdet ihr als Aktiendepotbetreiber zuerst über die Positionsgröße, was wir ganz am Anfang hatten, von Trades und den Andienungsleveln auch klar. Baller nicht einfach irgendwelche Puts raus, sondern guck erstmal, wie viele Positionen kann ich eigentlich machen an Strike XY, damit das wieder zu meinem Gesamtdepot, Stichwort 3 bis 5% bei mir, passt, und macht dir die Level qua. Also ja, Strikes halt auch, ne? Dass du da nicht irgendwo blind im Chart da jetzt den Strike raussuchst, sondern das alles ein bisschen schon mal vorher kalkuliert und beachtet hast. Und
Dann kann man auch stressfreier abends ins Bett gehen. Beachte faire Werte beim. Also heute habe ich es ja wieder mit der Aussprache. Ne? Beachte faire Werte beim Handeln mit Aktienpositionen, Optionen, ja, und Positionen. Stichwort Strikes, Stichwort Fast Graphs und das letzte oder nee, vorletzte Video mit Funbiz. Also achte da auch ein bisschen, wo sind denn so die Kurse, wo setzt der meine Strikes hin? Nicht, dass ich viel zu hoch bin und dann 27 Mal rollen muss, um am fairen Wert oder an einem guten Support rauszukommen. Ja, sowas halt alles beachten. Und dann, danach kommt dann der Hedge. Zweite vorher, ne? Dann noch ein kleiner Tipp am Rande. Vergiss, dass du oben genannte Hedges oder eben genannte Hedges in ihrer Wirkung exakt berechnen kannst. Gerade so ein Backspread, den kannst du niemals richtig berechnen, denn wir haben drei große Unbekannte im Spiel. Die Vola, also sprich der VIX. Ja, wann geht's runter? Und vor allen Dingen, wie viel geht's runter? Die drei Sachen, die habe ich nicht im Griff. Ich kann zwar den Trade aufsetzen, ich kann ihn auch Pi mal Daumen kalkulieren, aber ich werde es halt nie sagen können, ja, was kommt am Ende dabei raus, weil ich weiß ja nicht, wie stark steigt die Vola. So ein Longput, der bringt natürlich umso mehr Geld, je mehr die Vola steigt und umso tiefer es fällt. Aber dadurch, dass ich auch nicht weiß, wann das ist, habe ich vielleicht mein Backspread jetzt aufgesetzt mit, keine Ahnung, mit 3 Monaten oder 4 Monaten Laufzeit. Ja, und dann ist 5 Tage vor Expiration, also vor Verfall, fällt der Markt dann oder crasht dann 28%. Da ist natürlich der Vorteil bei dem Airbag, dass du den immer übers ganze Jahr aufbaust. Der läuft eigentlich immer. Das ist ein rotierender, wie sagt man, rollierender Trade. Der läuft eigentlich immer. Nur nicht in Deutschland. Dank Olaf. Ja, schade, aber es ist so. Ja, um ein Gefühl für Kontraktgrößen zu bekommen, solltest du dich mit einer Optionsanalyse-Software beschäftigen. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo die meisten sagen, boah, hau ab, habe ich ja gar keine Nerven drauf. Hatte ich auch nie, du brauchst es auch nicht jeden Tag, aber für sowas ist es nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, sogar noch, ach hier habe ich gerade offen mein Options-Strat, weil ich ja auch hier SPX handle. Da hat man ja das Video mit den Bullputs zuletzt. Ja, und da weiß ich, okay, guck mal, jetzt habe ich $200 Gewinn. Gut, das könnte ich jetzt auch theoretisch ablesen, aber ich weiß ungefähr, wo der Strike ist. Wie weit kann es fallen? Wie weit bin ich dann im Minus? Wenn wir heute, also hier oben, ne, hier kann ich nicht hin mit der Maus. Neben der Zahl steht ja hier eine Prozentzahl. Wenn wir 2,7% fallen im SPX, habe ich $1000 Minus statt aktuell 202 plus, die ich auch wieder hier ablesen kann. Ne? Oder du holst es ja, von Optionsuniversum. Die haben, wie heißt das denn? GUV-Profil. Das ist dann Excel-basierend. Ist ein bisschen komplizierter, aber kann halt auch noch ein bisschen mehr machen als Options-Strat. Aber hier geht es dafür schneller. Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Ich habe hier also einen Premium-Account oder Abo. Um die $200, glaube ich, im Jahr. Ich weiß es gar nicht auswendig. Müsste ich mal gucken. Ist eine Spitzensache. Kannst du halt auch mal so ein sag doch mal, jetzt komme ich doch nicht drauf. So ein Hedge mal berechnen. Oder Pi mal Daumen berechnen. Du brauchst ja irgendeine Vorstellung. Du kannst ja nicht irgendwas handeln, wenn du gar nicht weißt, auf welcher Basis du das Ding berechnen sollst. Ne? Ja, aber so oder so, selbst nur ein bisschen abgesichert ist besser als gar nicht. Ausrufezeichen mal 3. Das war das, was ich euch mal dazu heute sagen wollte. Guckt es euch nochmal an, blättert nochmal die Folien durch. Aber ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich kann euch jetzt hier keine zig Setups, steigt da ein, steigt da aus. Das würde nicht funktionieren. Das können wir bei so kleinen Sachen machen wie bei dem VIX Shortputs. Oder vielleicht können wir auch mal irgendwann ein VXX-Video machen. Ja, wenn es jetzt mal irgendwann gescheppert hat an der Börse. Und ich da mal irgendwelche Trades gemacht habe und wie ich die aufgesetzt habe. Und ja, aber da braucht man am Ende, muss sich jeder so ein bisschen selber da irgendwie auch seine Regeln bauen. Es kommt ja auch auf die Position, nicht auf die Position, ja doch auch auf die Kontogröße an. Ne? So ein VXX kann ich nicht irgendwie mal losscheppern lassen und dann, ja, bei Corona wissen wir ja, wo der VIX gelandet ist. Da sind, sag mal, die kleineren Konten unter Wasser, wenn du da nicht schnell genug eine Ausstiegsregel hast.
Im großen Konto kannst du das Ding einfach laufen lassen und oder ja, kannst du eigentlich theoretisch wirklich laufen lassen, wenn du mal 20.000 minus temporär abkannst, weil irgendwann wird der VXX immer wieder nach unten fallen, weil es einfach so ist durch die Rollverluste in den vorderen beiden VIX Futures. Daraufhin ist der ja konstruiert worden. Naja, auf jeden Fall, wir haben schon wieder mal eine satte halbe Stunde. Mensch, habt ihr denn nicht mal Themen, sehe ich mal mit 10 Minuten? Ich muss mal den YouTube-Algorithmus fragen hier, wie lange das überhaupt funktioniert. Irgendwann schmeißen die mich raus hier. Also Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche machen wir kleines Konto, groß traden. Ja, kleines Konto, großes Konto und versus, klein versus groß, Vor- und Nachteile. Das kommt nächste Woche, das habe ich schon vorbereitet. Vielleicht drehe ich das sogar noch heute, ich muss mal gucken. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Schreibt mir bitte in die Kommentare und schreibt mir auch bitte neue Wünsche unten rein. Also Wünsche für Videos. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, bye bye. Ciao.